Willkommen zurück mit mir bei Civilization. Lalalala. Ja, moin und damit herzlich willkommen zu einer Runde Civilization. Einer wichtigen Runde, denn ich brauche ja morgen wieder Folgen, bla bla bla. Wir waren bei der nächsten Runde. Wir hatten... Irgendwie komme ich mit den Speicherständen jetzt ständig durcheinander. Das ist doch der Speicherstand vom 6.9. Den habe ich doch gerade geladen. Spiel. Lol, guck mal, die Map hat sich umgedreht. Was ist da los? Hier seht ihr das? Die Map hat sich umgedreht. Hä? Was war da denn jetzt los, ey? Das verstehe ich mir gar nicht, ey. Alter. Na gut. Und ich habe gerade was gelesen. Ein Bonus in Rom ist, dass 25% Gebäudeproduktion in allen Städten vorangehen, wenn in der Hauptstadt das Gebäude schon vorhanden ist. Das heißt, wir werden vielleicht doch die Hauptstadt ausbauen. Macht dann bei Rom wahrscheinlich mehr Sinn. Alter, guck mal hier, plus 8, what the fuck. Und wo ist denn so Gold? Das müsste ja dann jetzt umgedreht irgendwo hier sein. Hier, genau. Die Stadt Utopia ist gewachsen. Rom, hallöchen, Rom. Da machen wir eine Werkstatt hier, das geht ziemlich schnell. Und springen in die nächste Runde. Mal schauen, ob wir jetzt das Jahr 2000 erreichen. Ich habe mein Handy hier daneben. Das muss aber noch aufladen, dieses kleine Mistding. Das ist nämlich ausgegangen. Hab gerade so ein Energy hier um mich geholt. Ist gerade im Angebot. Mit Guava-Geschmack. Sehr geil, auf jeden Fall. Und des Westens hoffen, dass durch den Dampfverkehr die ganze Welt zu einer Familie wird. Oder dass man sich gegenseitig mit irgendwelchen Bomben in die Luft jagt. Yay! Hat zwar nichts mit Dampfverkehr zu tun, aber egal. Ermöglicht den Bau von Fabriken. Dieses Gebäude benötigt Kohle und steigert die Produktionsausstoß von Städten enorm. Ermöglicht außerdem die Ausbildung von Panzerschiffen, mächtigen Kriegsschiffen, die vor allen Künsten den Gewässern fahren können. Sag ich doch, wir bomben uns alle gegenseitig in die Luft. Wir gestatten keine Regierung von Gottes Gnaden. Das einzig legitime Recht zu regieren ist der ausdrückliche Auftrag der Regierten. Tja, und damit herzlich willkommen im 18., im 19. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert. Und wir erforschen mal das Normbauteil. Schatz, Schatz, es ist ein Mädchen. Nennen wir es Günther, aber das R muss gerollt werden. Schatz, ein Mädchen. Ach so, dann Karl. In der Stadt Andergast wurde ein großer Künstler geboren. Geländefelder, auf denen sich... LOL! Kulturschock, das ist ja mal mega mächtig. Haben die sich verändert? Jo, die haben sich verändert. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das mache. Bringt das hier was? Ich könnte mich hier unten das Eisen holen. Dann befuchse ich den Typ mal hier runter. Ja, genau, du sollst deinen Weg, deinen Arsch mal hier runter bewegen. Lol. Es lag gerade ein bisschen. So. Eine Eisenmine. Ich habe hier einen Bautrupp, den schicke ich mal auch gleich hier. Nee, geht nicht. Bleibt mal weiter schlafen. Was habe ich denn hier drinne? Hier drinne habe ich momentan ein Theater, das dauert 3 Runden. Produktion ändern oder warte mal, Kauf. Na nun kann ich keine normalen Dinger mehr kaufen hier. Ach so, da ist eine andere Einheit drin in der Stadt.
Langschwertkämpfer. Kalone. Kauf. Kanone, Kavallerie. Schütze. Na gut, Einheit benötigt Befehle. Ihr macht dann mal eine Modernisierung und los geht's. Wir wollten uns ja eh mal mit Florenz anlegen. Momentan können wir uns auch leisten auf jeden Fall. Das Gesetz ist eine Festung auf einem Hügel. Den Armeen nicht stürmen und Fluten nicht hinfortschwemmen können. Die Wirksamkeit von der Verteidigungsgebäude in allen Städten steigert um 25%. Hey! Utopia, was läuft hier? Oh, okay, dann machen wir mal mit den Leuten hier hoch, gleich zum nächsten Gold. Produktion wählen. Produktion wählen. Wenn ich das hier unten einnehme, bekomme ich... Ich kann die aber auch da unten machen. Ich brauche mal ein Kolosseum hier. Produktion wählen. Eine Kaserne. Einheit benötigt Befehle. Dazu müsste ich jetzt rein theoretisch Geländefeld kaufen. Guck dir mal die Schiffe an, what the fuck, cool. Was ist das überhaupt? Ah, das ist ein Bautrupp. Warum ist der hier? Keine Ahnung, man kann mal darüber fahren. Nächste Runde. Das ist ein barbarischer Bautrupp. Moment, Pandora. Kauf. Geht gerade gar nicht, okay. Oh Leute, guck mal da, da kann ich mir auch noch was holen. Kohle, da kann ich mir Kohle holen. Genau das brauche ich doch gerade. Was will ich denn? Die stelle ich erstmal hier hin. Die warten eine Runde. Wir chillen uns mal, machen jetzt nicht so einen Fehler wie beim letzten Mal, dass wir einfach blindlings auf irgendwas draufkloppen. Ja, Denuzierung. Ohoho, ich bin ja so, ich weiß gar nicht, wer macht Denuzierung überhaupt. Ach so. Okay, Produktion wählen in Rom. Eine Bank. Einheit benötigt Befehle, die wartet noch eine Runde. Die wartet noch eine Runde. Und ihr macht jetzt mal nach da. Nächste Runde. Wenn ich das nämlich einnehmen kann hier, das wäre mega geil. Weil Kohle brauche ich unbedingt, habe ich mir noch gar nicht bei uns. Würde nochmal 4 Freundlichkeit ausmachen. Auf jeden Fall eine Menge.
Nur wenige Romanzen können jemals die der Granit-Zitadelle über den bedrohlichen Steilhängen von Machu Picchu, der Krönung des Landes der Inka, übersteigen. 25% Gold von Handelswegen, statt darf höchstens zwei Geländefelder von einem Berg innerhalb eures Territoriums entfernt sein. So, ihr baut da natürlich eine Mine, Jungs. Ihr wartet nochmal ganz kurz, ihr wartet auch nochmal ganz kurz. Und du machst da rüber. Produktion wählen, in Quebec. Okay, Opernhaus, Produktion wählen. Ihr wartet eine Runde. Und Produktion wählen in Belgrad. Politik einführen. Ja, nice. Politik haben wir jetzt ja die Freiheit genommen. Kultur für jedes Weltwunder. Die Kampfstärke von Städten wird um 33% erhöht. Konsumieren nur noch halb so viel Nahrung. Nehmen wir erstmal das hier, weil das sollte bei der Masse an Weltwunder, die wir haben. Ja. Das gibt uns 20. Ne, 30. Boah, es gibt 30 auf einmal dazu. What the fuck? Nice, nice. Ja, oh, 110, ey. Das heißt, wir werden mega schnell jetzt die nächsten Politiken erreichen bei uns. Der Gegner ist in der Nähe. Tötet sie! Yay! Ihr wartet mal noch. Und du tust. Diese Befehle verbraucht zu großer bewirkt, dass ein Geländefelder. Richtig nice. Richtig, richtig. Wir haben sogar Fisch noch dazu bekommen. Ist das geil? Die schicke ich jetzt darüber und die können da gleich mal Kohle anbauen. Pandora kann ich jetzt zufällig hier. Ich kann hier auch nicht weiterkaufen. Ich kann hier leider nicht weiterkaufen. Auch da brauche ich nichts. Auch da brauche ich nichts. Kann ich eventuell hier mal ein bisschen das mal hier zumachen ein bisschen. Auch nichts Besonderes. Und hier könnte ich eventuell das da kaufen in der nächsten Runde. Momentan aber nicht. So, Einheit benötigt Befehle. Ihr bleibt da erstmal kampfbereit. Nächste Runde. Karawele, Einheit benötigt Befehle, Fernangriff auf was? Weitere Optionen, erkunden, hui, Einheit benötigt Befehle. Oh cool, wir haben gleich was gefunden, klasse, freut mich. Nein, mein Energy ist alle. Ich habe zwar noch drei neben mir liegen stehen, aber die rühre ich jetzt besser nicht, ansonsten bin ich nachher so aufgedreht. Nächste Runde. So, hast mein Handy jetzt mittlerweile irgendwie an? Nö, gar nicht. Interessiert es gar nicht, dass ich es anhaben möchte. So, Mine errichten. Ihr habt Zivilisten gefangen genommen, die zu tief. Jetzt können sie.
Die Einheiten behalten. Cool. Bautrupp. Super. Nein. Produktion ändern, ich will lieber einen Hafen. So, zurück zur Karte. Nächste Runde. Whee! Da ist England gerade, oder? Ne, Japan ist das, okay. Was ist das hier? Das ist Griechenland. Griechenland. Naturwunder gefunden. Ihr entdeckt es. Kero de Patossi hat die Zufriedenheit im Reich erhöht. Ertrag werden bewirtschaftet. Plus 10 Gold. Aber ihr macht es erstmal hier rüber. Und errichtet da einen Handelsposten. Produktion wählen. In Elysium. Und da bauen wir hin. Oh, eine Windmühle, go go. Einheit benötigt Befehle, die bleibt erstmal wieder im Standmodus da stehen. Auch die. Und nächste Runde. Nächste Runde. Huhuhu, da ist es auch. Die Stadt Utopia ist gewachsen. Wir haben wieder was gefunden. Ah, super. Bewirtschaftet. Dann geht's gleich mal hier rüber. Steinbruch errichten. Nächste Runde. Ah, geht gerade ordentlich ab hier. Jetzt haben wir wieder... Wir haben Kohle jetzt schon dazu bekommen. Huch, was ist das denn hier? Lol, die chinesische Mauer. Ach, die haben auch richtig so einen Vorteil, dass... Lol. Ob das so ein Bonus bei Japan ist? Das wäre echt hart. Das wäre echt hart, wenn das so ein Bonus ist, dass du das über die Mauer drüber musst oder so. Kohle für Stockholm angebunden. Приветствую тебя, незнакомец. Hallo, Fremdling. И так сравним с твоей привлекательностью, мы замечательно поладим. А меня зовут. Ein ganz kleines bisschen Russisch kriege ich auch hin. Handel fordern, besprechen. Sollen wir Katharina öffentlich denunzieren? Sollen wir Freundschaft erklären? Разумеется, нет. Zurück. Auf Wiedersehen. Okay, super. Dann bauen wir hier gleich mal eine Straße, Jungs. Stadtstadtnachrichten. Interessiert mich wirklich ein Schokolade. Nee, was? Ach, weil die Kohle... Lol, da ist noch Kohle! What the fuck? Das ist wirklich ein übelstes Utopia hier. Wir haben ein bisschen was gekauft hier. Was haben wir noch? 200 Gold. Produktion Ende. Kauf. Bauen wir gerne mal einen Bautrupp. Und Produktion wählen. Komm, wir bauen mal ein Panzerschiff. Nächste Runde. Und bald haben wir auch neues goldenes Zeitalter. Und das werde ich jetzt richtig brauchen. Um nochmal richtig abzugehen. Und die nächste Runde wird auf jeden Fall für alle, die sich... Oh, guck mal hier dieses geile Ding an. What the fuck? Das sieht mega nice aus.